Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde auf Lauchringen. Ja, ich habe mir jetzt den Radlader geschnappt und vom CSZ-Pack die Rübenschaufel, weil es ist ein kleines Malöchen passiert. Und zwar haben wir hinten die Rüben, sind hinten durch die Halle durchgefallen und ich finde, das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen werden wir die ganzen Rüben jetzt einfach mal hinter der Halle alle wegschaufeln, fahren, dass wir da auch wieder Ordnung haben. Ganz einfach. Ich finde, das ist einfach angenehmer, wenn das ein bisschen ordentlicher alles aussieht. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber so ist meine Meinung dazu. Von daher, ja, insgesamt sind das. Boah, Mann, Monsterleck hier. Ich weiß nicht, wo momentan die ganzen Lecks bei mir herkommen. Ich kann euch das wirklich nicht sagen. Also, das ist wirklich teilweise ganz schön nervig. Aber gut. So. Na, wieso kippst du nicht weiter aus? Du sollst doch weiter auskippen hier. Stillstand? Wieso Stillstand hier? Stillstand mag ich gar nicht. Ach. Abladen tut er. War wohl zu hoch da für ihn. Dann machen wir das mal so. Kann er da auf jeden Fall vernünftig abladen. So. Zack. Und hier wieder auf I. So. Kannst du nämlich leer kippen und wir können derzeit hinten. Dann seht ihr jetzt mal das ganze Dilemma. Zack, da seht ihr das. Das Büschen und hinter der Halle halt auch nochmal ein ordentliche Portion. Und das schaufeln wir jetzt einfach mal weg. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Hehe. Bloß auf die Ernte hier aufpassen. Werner haut mir den Kopf ab, wenn er das sieht. Kommt. Ne, ihr sollt nicht wieder raus, ihr sollt rein in die Schaufel. So. Na, gucken wir mal. Dass wir das hier so einigermaßen hinkriegen. So. Zack. Und wenn wir schon mal was hier. Nee, wir schaufeln das so da rein. Ist, glaube ich, besser. Dann wissen wir wenigstens, dass es hier nicht so kunterbunt nochmal liegt. Zack. Ups. Ja, Ordnung muss sein auf meinem Hof. Da geht nirgends nicht. Zack. Halt auch mal den Schweinebetrieb hier aufnehmen. Das ist nämlich mein nächstes Ziel. Weil der Kuhbetrieb läuft. Da wollen wir jetzt nur noch mal ein bisschen aufhören mit den Kühen. Und dann soll auf jeden Fall der. Na, komm. Achso, was ihr seht jetzt hier an der Ansicht, das ist die Schaufelansicht. Die gibt es durch das Mod-Paket mit drin. Finde ich recht gut, dann kann man doch mal besser gucken, wo man doch noch mal ein bisschen ran muss. Hat auf jeden Fall was. So. Na, das war zu hoch. Zack. Na, komm. Wollen nicht. Naja, zur Not kurbeln wir die weg. Beziehungsweise werden sie entsorgt.
Ist halt eine doofe Aufgabe jetzt hier, aber was soll man machen? Das sind auch Arbeiten, die erledigt werden müssen. Wenn die Arbeiten dann auch mal so klappen würde. Ja, Werner, jetzt muss ich dich leider ein bisschen ärgern. Jetzt muss ich dir hier leider deine Ecke wegfahren. Geht auch nicht. Gibt zwar Ärger, muss ich ihm wieder was in der Stammkneipe ausgeben, aber gut. Ich möchte ja auch fertig werden. Nicht hier so lange rumdruxieren. Kriegt er sonst ein bisschen was von meiner Ernte mit ab. Sollte ja das kleinste Problem sein. Wir haben ja auch gut mit unserer Ernte eingefahren. Oh, der ist fertig. Mit dem mal. Können wir den mal hier zur Seite fahren? Dann können wir hier ein bisschen besser rangieren. So, zack. Ach, jetzt fahre ich mir auch noch hier meinen Weg dicht. Mann, 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 Mann. So, jetzt können wir aber wieder. Zack. Oh, Gnummi, was hast du denn heute schon wieder getrunken? So. Förderbänder sind durch. Dann können wir das auch gleich so machen. Dann machen wir mal kurz einen auf den hier. Geben wir mal erstmal unsere ganzen geliehenen Geräte zurück. Also die Rübensachen habe ich noch eben gesehen. Dass wir hier ein bisschen Platz haben. So, den Bergmann-Anhänger brauchen wir noch. Für, sag schnell. Für unsere Häckselaktion. Die ich wahrscheinlich auch nicht alleine machen werde. Da muss ich mir auch ein bisschen Hilfe wiederholen. Mal gucken, wer aus dem Team denn Lust hat. Leer machen hier. Da wollen wir, will ich aber noch mal gucken, wer denn da wirklich in Frage kommt, wer denn Lust hat von den Jungs und Mädels. Naja, für mich sind das nur Mädels, obwohl es Jungs sind. Aber manchmal stellen die Jungs sich halt auch an wie die Mädchen. So, zack. Erste Ladung. Oh. Hängen bleiben wollten wir hier nicht. So. Oh, ganz schön viel, was hier daneben gegangen ist. Mann, 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 Mann. Hätte ich gar nicht so gedacht jetzt. Aber so können wir wenigstens hier den kurzen Weg fahren und brauchen jetzt nicht so lange hin und her duxieren. Schübel. Mann, 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 Mann. Es ist aber auch ordentlich was dagegen gegangen. Da habe ich aber auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte zwar nichts daneben haben, habe extra Platz zur Seite gelassen, aber nach hinten hin habe ich es natürlich wieder vergessen. Das ist natürlich ein bisschen doof von mir gewesen. Sage ich jetzt mal. Aber gut. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Hahaha. Wir haben eigentlich genug zu tun. So, wenn wir noch mal ein schickes Pfötchen machen. Und dann geht das auch gleich wieder in die nächste Ernte. Wir haben ja noch auf dem einen Feld auf der 31 haben wir noch Sojabohnen. Die müssen wir noch runterdreschen. Und ja, dann wartet der Mais auf jeden Fall auf uns. Den müssen wir ja auch noch fertig machen. Habe ich euch ja in der letzten Folge schon gezeigt, wo wir den noch stehen haben. Sind auch ein paar Fältchen. Um genau zu sein, haben wir die 14, die 15 und die 16 an Mais. Also da erwartet uns noch ordentlich was.
So, kommt ihr letzten Rübchen auch mal? Ah, schön. Das macht ihr brav. Zack. So, Schübel wieder voll. Ja, irgendwie gehen die Schaufeln nicht ganz voll. Ich weiß nicht warum. Kann ich euch leider auch nicht verraten. Also 3000 soll sie und wir haben ja nur einen Bruchteil davon, sage ich jetzt mal. Ah, hoppala. Aber gut, das ist halt so. Wir wollen uns nicht immer nur beklagen. So. Zack. Aber so geht's besser mit vorwärts ran, statt mal so seitlich daran. Also das ist ja wirklich eine Qual, wenn du das da machen musst. Also von daher. Ja, und wofür ich nochmal ein bisschen Werbung machen wollte, war für den Chaotix Gaming Minecraft Server. Ja, ich selber spiele es auch. Eigentlich wollte ich es nicht spielen, aber ja. Wie ihr gesehen habt, spiele ich es auch. Und ihr seid alle recht herzlich dazu eingeladen, für die, die Interesse natürlich dafür haben. Einfach mal mit raufjoinen und ja, einfach mit uns Spaß haben. Also das ist wirklich ein geiler Server. Respekt an Aro und an Musel. Das macht richtig Spaß, was die da gemacht haben. Aber da sind noch viel mehr, die da natürlich da im Hintergrund gemacht haben. Alle weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wie gesagt, kommt einfach mal mit drauf. Link, wo es den Server zu finden gibt, packe ich euch mit in die Videobeschreibung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch mit dabei seid. Auch mal was anderes zu spielen. Ich werde wahrscheinlich auch so ein bisschen mal was zeigen, wenn ich am Minecraft spielen bin. Mal gucken, ob ich das live oder in Folgen mache. Das werde ich mir noch überlegen. Also da habe ich mir noch keinen Plan zu gemacht. Ich glaube, ich bin da zu nah. Aber ihr seid auf jeden Fall alle recht herzlich dazu eingeladen. Ich hoffe, ihr seid auch alle mit dabei. Würde mich sehr freuen. So. Ja, ich weiß, Werner, das gibt Ärger hier von dir. Ich weiß, du machst das überhaupt nicht gerne. Aber ein Glück gibt es unseren guten Stammtisch. Zack. So, einmal noch ran hier, dann einmal nochmal den Rest weg und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man das so lassen. Schaufel wird dann hier auf dem Hof stehen bleiben. Oh, den anderen Trecker muss ich auch noch holen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Viel Arbeit, viel, viel Arbeit. Ja, hier liegen jetzt, was liegen jetzt hier drin? 3, 4 Container ungefähr, also 4 mal 38.000. Sollte auch erstmal für unsere Zwecke reichen. Beziehungsweise, wenn wir zu viel haben. Es gibt ja immer noch eine gute Verkaufsstelle, wo man auch noch ein paar Talerchen dafür kriegt. Ich warte auch noch immer auf gute Preise wieder für die Ernte. Aber irgendwie, ja, kommt wieder nichts. Können wir mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge da nochmal was verkauft kriegen. Hoffe ich zumindestens. Also dreschen und verkaufen. Dass da auf jeden Fall was noch bei rund kommt. Ein paar Talerchen wären natürlich immer noch gut. Weil ein großer Schlepper steht auch immer noch auf unserer großen Bestellliste. So. Zack. So. Ja, denn soll das auch für heute gewesen sein. Hier mit dieser letzten Schaufel. Den Rand lasse ich jetzt so. Das sollte jetzt genug sein. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ja, wie gesagt, ich freue mich darauf, wenn ich jeden mal wiedersehen kann und muss mich auch ganz herzlich nochmal bei euch bedanken. Danke, 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 dass ihr auch immer so fleißig, immer schön guckt und allen drum und dran. Also immer top. So, ja, bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao, euer Gnomi.